Da schauen wir mal erstmal technisch hier alles einrichten. Heute gibt es einen Shellac Swatch. Ich habe hier ganz viele Farben, die ich noch auftragen möchte. Und legen wir los. Hallo, ich grüße euch. Einen wunderschönen Vormittag. So, schauen wir mal. Vielleicht brauchen wir einen Nail Art Pinsel. Ach, den holen wir dann raus. Ich würde heute gerne mit euch ein paar Swatches noch machen. Mit Shellac. Ich habe hier gestern schon fleißig vorgearbeitet und einige Farben schon aufgetragen, und zwar jeweils auch mit Hundehaar, jeweils in Glossy und in Matt. Ich finde, das ist auch immer toll, wenn man beide Varianten hat und man sieht, wie beide ausschauen mit verschiedenen Effekten. Finde ich immer sehr, sehr schön. Genau, hier habe ich einige Farben schon aufgetragen, aber ich habe hier noch einige, wo zumindest ein zweiter Swatch noch sein muss. Und bevor ich das jetzt ohne euch mache, habe ich mir gedacht, nehme ich euch heute mit. Das macht nämlich immer Spaß, die Farben so live zu sehen. Genau, hier habe ich auch schon ein paar. So, das Rondell ist noch offen. Die habe ich auch schon aufgetragen. Für alle Lila-Liebhaber ist da auf jeden Fall was dabei. Finde ich auch sehr, sehr schön. Gerade das so in diesem samtigen Matt wirkt sehr hübsch. So, aber ich drehe euch mal um. Und dann würde ich sagen, legen wir schon los. Mit was für einer Farbe, weiß ich nicht. Oh ja, für mich. Hallo Sophia, voll hübsche lila Töne. Dankeschön. Matt. So, ich drehe euch mal um und dann fangen wir an. Gott, ist ganz ungewohnt, mal ungeschminkt hier zu sein. Huch. So, einmal ruckelig. Ich werde noch die Lichter einrichten. So, und dann legen wir los. So, schauen wir mal, ist das hier schön hergerichtet ist, dann fangen wir doch einfach mal mit einem Vintage Rose an. Ich habe den hier einmal schon in Glossy, da fehlt er mir allerdings noch in Matt, und das machen wir zusammen. Oh, ich sehe gerade, ihr seid verkehrt herum. So, ich hole euch nochmal hoch, denn ich muss die Kamera umwechseln. Das ist immer so doof hier, dass das immer so spiegelt. Ich hoffe, das kriege ich jetzt mit dem Handschuh hin. Spiegel dein Video? Nein. So, so rum sind wir richtig. So, ansonsten, wie geht's euch hier da draußen? Geht's euch gut? Habt ihr heute frei oder habt ihr später Arbeit? Was ist da los bei euch? So. Okay, eure Kommentare sehe ich auch. Nur nicht wundern, wenn ich ab und zu etwas länger brauche, um diese zu beantworten. So, jetzt muss ich hier bloß meine Helligkeit noch einstellen. Sonst sehe ich da nichts. Ach, wunderbar. So, jetzt könnt ihr nämlich auch den Namen hier erkennen. Das ist einmal unser Shellac Nummer 30. Wir haben hier, so schauen die mal aus. Das sind unsere Soak-Off-Shellacke. Und da ist oben die Nummer drauf. Sowie von der Seite sieht man auch die Farbe. Und das swatchen wir jetzt. Hallöchen Manuela, ich grüße dich. So, als erstes nehme ich mir meinen Tipp und den buffer ich natürlich leicht an, dass mir das Ganze überhaupt hält. Das muss auch wirklich nur super soft sein. Also das könnt ihr wie beim Naturnagel machen. Da braucht ihr nicht mit großen Kräften hier rangehen. Einfach nur, dass es ein bisschen Grip hat. Nur so können eure Materialien halten. Egal, was ihr swatcht. Kleiner Tipp noch am Rande. Ihr könnt auch Dehydrator nehmen und ein bisschen mit Dehydrator dran gehen. Und den verdampfen lassen komplett, also so mal eine halbe Minute liegen lassen, und dann ist eure Oberfläche praktisch auch schon vorbereitet. Also für so Show-Tipps meine ich. Bei den Nägeln ist das natürlich nicht ausreichend. Hab heute frei. Oh schön, Manuela, langes Wochenende, oder musst du am Wochenende arbeiten? Das ist ja auch immer dann fies, aber das freut mich natürlich. So. Schön, dass ich jetzt schon zitter, obwohl ich hier nebendran noch meinen Cappuccino habe, den ich mir hergerichtet habe.
So, einmal so die Grundregeln von Shellac. Bitte macht immer zwei dünne Schichten. Es kommt immer darauf an, es gibt auch Shellacke, die nicht zu 100% deckend sein sollen. Da reicht meistens dann auch eine Schicht. Genau, wobei die meisten, die wir jetzt haben, sind deckend am Schluss. Aber zwei Schichten immer für eine schöne Farbintensität. Also hier sieht man auch, nach der ersten Schicht ist es schon super, super deckend. Und aber die zweite macht dann noch mal einiges her. Die packe ich mal in die Lampe. So, nein, muss morgen wieder ran. Und morgen habe ich Geburtstag. Ach, also gratulieren darf ich ja noch nicht. Ich hatte am Mittwoch, also hier haben wir gleich mal eine Gemeinsamkeit. Zwei Zwillinge hier. Aber ich hoffe trotzdem, dass du deinen Ehrentag noch schön feiern kannst. Ja. So, hier sind schon ein paar Krümelchen. Das ist vielleicht nicht ganz so schlau, einen lila Buffer zu nehmen bei sowas, aber ich fand ihn schön. So. Alles Liebe nachträglich. Vielen lieben Dank. Und danke für die Herzchen. Genau, alle, die da sind, können da gerne mal auf den Bildschirm tippen. Da freue ich mich immer, dass ich sehe, dass da was los ist. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht, gut, da sind wir jetzt in 10 Sekunden gleich mit der Aushärtung durch. Ich härte die 60 Sekunden aus. Die meiste Aushärtung ist eigentlich immer nach 30 Sekunden gegeben oder 40 Sekunden gegeben. Aber ich würde immer auf Nummer sicher gehen, wenn ihr euren Shellac zu dick auftragt oder, also auch bei Farbgelen übrigens, oder der Shellac nicht richtig ausgehärtet ist oder nicht aushärten kann eben durch zu dicken Auftrag, dann ist es unten drin flüssig. Das kann sein, dass ihr das nicht mal so richtig merkt. Und das wiederum, flüssiges Gel oder Lack kann natürlich zu Allergien führen, weil alles, was flüssig ist, kann auch dann in die Haut eindringen oder auch über den Nagel. Deswegen schaut da wirklich von der Aushärtung, seid da nicht knickrig. Es gibt zwar auch eine Überhärtung bei manchen Sachen, aber ist eher selten der Fall. Ja, lieber ein bisschen too much. So, danke schön, Matt. So, zwei Schichten reichen mir, aber ich möchte diesen Vintage Rose, ich finde ihn übrigens zauberhaft, diesen Ton. Ich möchte natürlich auch in matt haben. Ich benutze heute übrigens diese zwei Topcoats. Das ist einmal Premium Finish No Vibe Shiny Clear und Premium Finish No Vibe Matt Velvet. Das sind übrigens zwei Versiegler, die auch Soak-Off geeignet sind. Also wenn ihr Soak-Off gerne nutzt, dass ihr ohne Feilen das Ganze bearbeiten müsst, dann könnt ihr diese zwei nehmen. Die lösen sich tatsächlich auch mit Remover Cream, Aceton und so weiter auf. Das finde ich immer ganz praktisch. Die meisten Topcoats muss man runterfallen, bevor man einen Soak-Off-Effekt erhält. Aber hier bei diesen zwei funktioniert das. So. Da habe ich jetzt zwei Schichten und jetzt gebe ich mir da den Matt drauf. So. Bei Matt ist es wichtig, also bei unserem, es gibt natürlich von anderen Firmen auch ein paar andere Regeln. Unseren reicht es, wenn man eine Schicht aufträgt und die muss auch nicht sonderlich dick sein. Ich kenne es von manchen Firmen, dass man die entweder doppelt auftragen muss, also zweimal, um einen Matt-Effekt zu kriegen, oder dass man sie sehr, sehr dick auftragen muss. Muss man bei dem nicht. So, ich hole jetzt mal meine kleine Lampe, um euch zu zeigen, wie schnell und schön dieser Effekt ist. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Wenn ich den nur so vorne mit der Lampe anhalte, wie er matt wird. Man sieht schon ein bisschen. Ich glaube, ich gehe aber in die Lampe. Das seht ihr gar nicht so richtig hier. So, einmal 60 Sekunden aushärten. Und als zweites, so, was machen wir? Creamy Cashmere ist doch ein schöner Nude-Ton. Der sieht hier so aus. Aber ich beschrifte die dann auch jetzt, bevor ich weitermache. Dann den buffer ich mir erstmal an. Ich gehe mal aus dem Bild. So. Wer arbeitet denn von euch gerne mit Shellac?
Also ich liebe ja, ich habe vor 2, 3 Jährchen noch super viele Farbgele benutzt. Allerdings mittlerweile bin ich so, ja, aus Faulheitsgründen würde ich fast schon sagen, es ist so angenehm, mit einem Shellac zu arbeiten und direkt mit dem Pinselchen aus dem Fläschchen ranzugehen, finde ich. Es ist so angenehm. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter höher hier oder mit der Kamera weiter runter, so, dass ihr das Ganze hier besser erkennen könnt, weil unten sind dann meistens die Kommentare drin. Aber seid ihr auch so Shellac-Fans? Also ich liebe es tatsächlich. So. Und ich trage meistens, also auch beim Kunden, zuerst einmal die Fläche so grob auf. Das muss noch gar nicht schön gleichmäßig sein. Und dann gehe ich mit dem Pinselchen oben ran und schiebe mir praktisch das in den Rand. Wobei ich am Kunden immer mit einem Fineliner-Pinsel nochmal korrigiere. Also da finde ich das besonders schön. Da kann man besonders nah an die Nagelhaut arbeiten, ohne sie zu berühren. Das finde ich immer super angenehm. Und schaut mal, wie deckend dieser Ton ist, obwohl es so ein heller Nude-Ton ist. Ich finde das echt gigantisch. Gerade so helle Farben haben manchmal Probleme. Ich liebe es. So, einmal in die Lampe. Ich mag Farbgel und Shellac. Also du benutzt auch beides, je nachdem. Also mit manchen Gelen malen ist halt auch ganz toll, gell? Aber so für ein einfaches Fullcover, finde ich, im Studioalltag ist das halt auch super. So, dann schreibe ich hier noch 030, also die 30 ist es, Vintage Rose. So, und wer buchstabiert im Kopf auch immer so Vintage Rose? Wer macht es auch so? Ach. So, dann tue ich mal hier hoch, schwupp. Könnt ihr den noch ein bisschen bewundern? Probiere mich da noch aus, schreibt Manuela. Ja, es ist natürlich beides super schön und beide Varianten sind toll. Aber ich finde halt Shellac so vom Handling so easy peasy. Deswegen liebe ich das. So, da kommt noch die zweite Schicht drauf. Dann seht ihr gleich, wie die Farbintensität noch mal um einiges stärker wird. So, ich habe hier die Kamera vor der Nase. Muss so von der Seite drauf gucken. Dann habe ich immer Angst, dass ich gar nicht alles erwische. Haltet auf jeden Fall den Pinsel bei einem Shellac sowie Gelauftrag, also Farbgel, immer relativ flach. Relativ parallel, fast schon parallel zum Nagel und arbeitet eher schwebend, also sehr sanft. Wenn ihr Druck anwendet, könnte es dann zu Schlieren kommen. Und was auch wichtig, egal ob Shellac oder Gel, wartet einfach ein paar Sekündchen, bevor ihr in die Lampe geht. Die Oberfläche zieht sich dann relativ schnell glatt. Das heißt, selbst wenn da minimal noch Schlieren wären, die gehen dann von alleine weg, wenn ihr ein paar Sekunden wartet. Natürlich nicht zu lang, dass euch nichts in die Ränder läuft. Aber das ist immer wirklich ein richtiger Unterschied, wenn man da sich 1, 2 Sekündchen einfach gönnt, bevor man aushärtet. So, ich bereite den nächsten Tipp vor. Oh, da kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingsfarben. Ich zeige sie euch noch nicht. Ah ja, der ist schon vorbereitet. Ein paar habe ich schon vorbereitet, ein paar nicht. Schaut mal, Lux Rose Brilliance. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier. Oh, bin ich richtig in der Kamera? Ja. Ich hoffe, man sieht das richtig schön, diesen Effekt. Das ist ein Goldschimmer auf einem ganz pudrigen, schönen Rosé. Diesen Ton liebe ich. Den könnt ihr super, super hauchzart dünn auftragen und dann habt ihr einen fast durchsichtigen Effekt. Falls ihr das jetzt auf ein Camouflage-Gel macht oder so, so ein Hauch, dann ist es fast wie so ein farbiger Topcoat. Oder ihr könnt da noch eine Schicht draufpacken, dann ist es etwas intensiver. Also ihr könnt das ein bisschen bestimmen, zeige ich euch gleich anhand des Tipps, wie ich das meine. Allerdings versiegeln wir den jetzt erstmal noch matt. Und dann habt ihr auch diese Variante in matt. So, da habe ich mir so ein Bobbe reingezogen. Das ist, liegt daran, dass dieser Topcoat ist
ohne Schwitzschicht und alle Topcoat ohne Schwitzschicht sind natürlich super lichtempfindlich. Ich habe hier die Beleuchtung des Jahrhunderts gerade für das Live und da kann es schon sein, dass oben am Flaschenrand oder so mal so ein mini ausgehärtetes Bobbelchen entsteht. Das macht aber gar nichts. Streift euch das einfach in der Zillette ab und gut ist. So. Jetzt kommen wir zur Nummer 17, Lux Rose Brilliance. Ein absolut schöner Ton. Und hier trage ich das Ganze jetzt mal auf. So sieht der aus. Er ist so wunderschön. Und ihr könnt es eben so hauchdünn auftragen, dass der leicht durchschimmert. Je nachdem, also ihr könnt es auch auf einer dunkleren Farbe ausprobieren. Das ist ein ganz schöner Effekt. Oder ihr macht zwei Schichten. Also ihr könnt es genauso auf einem Clear-Aufbau packen. Das wäre egal. Aber es ist ein wunderschöner Ton. So, habe ich alles erwischt? Ja, ich denke schon. Und ab unter die Lampe. So, um ein bisschen Platz zu schaffen, nehme ich jetzt den Vintage Rose oben weg. Packe ihn auf die Seite. Ich habe mir hier alles aufgereiht, weil ich die dann später eben auf so ein Rondell packen möchte, dass man die schön zeigen kann, was man da so hat. So, hier ist dieser Creamy Kaschmir in Matt. Zeige ich euch auch nochmal von nahen. Das ist Creamy Kaschmir in Matt. Finde ich auch zauberhaft. Ganz, ganz schöner Ton, der auch bei ganz, ganz vielen Hauttypen sehr schön aussieht. So was habe ich in Blau und nutze es gerne über andere Farben. Sieht so toll aus. Ja, absolut. Absolut. Das ist wirklich was ganz Cooles, wenn man da einfach switchen kann. Entweder wie so als Topcoat oder halt als Effekt noch zwischenrein oder dann als Fullcover. Das kann man wirklich machen, wie man möchte. Deswegen bei manchen Shellacken ist es echt schön, wenn die auch hauchdünn aufgetragen werden können als Effekt. Creamy Kaschmir. So, dann haben wir den noch. Tun wir auch auf die Seite. Ich lasse euch die Farben immer ein bisschen oben liegen. Wenn ihr dann noch einen Ton nochmal sehen wollt oder sowas, dann sagt das gerne. Das wäre gar kein Thema. Und auch sowas mit Glimmer-Effekt, ja, in Matt. Finde ich, ist das auch was ganz was Tolles. Kann ich euch jetzt mal bei einem anderen auch noch zeigen. So, aber erstmal machen wir den hier fertig. Da oben fehlt mir noch ein bisschen was. So. Einmal hier. Dann härten wir das Ganze auch noch mal aus. So, ich lese gleich die Kommentare. Ich zeige euch aber hier ein Beispiel, wie das Ganze auch in Matt wirken kann. Hier haben wir so ein paar Glimmer-Effekte und ich finde, das ist natürlich was ganz anderes, wenn die nochmal in Matt versiegelt sind und machen nochmal richtig was her. Es sieht aus wie ein Topper und es gibt den Nagel einen Kick, ohne too much zu sein. Genau, es ist so sanft, das Ganze, gell? Das ist richtig cool. Ja. Also ich mag das auch, wenn das dann hier so trotzdem irgendwie noch so pudrig aussieht. Ja, ist echt cool. Oder wenn bloß ein Teil vom Nagel glossy und ein Teil matt ist. Mag ich sehr, sehr gerne. So einfach verschiedene Effekte mal mixen. Das kommt auch immer gut rüber. So, was machen wir als nächstes? Oh, den muss ich euch auch zeigen. Das ist unser Powder Puff Pink. I love it. Ein wunderschöner Pinkton. Ist das nicht cool? In Matt hat es ja auch einen schönen Effekt. Ja, genau. Es ist was ganz anderes, aber in Matt ist es trotzdem wunderschön. Also da kann man echt sich auch mal an Effekte ranwagen und die dann matt machen. So, dann apropos Effekt matt machen, machen wir hier gleich. Hier packe ich den Topcoat drüber. Ist wie gesagt ohne Schwitzschicht, finde ich halt super praktisch. Gerade am Schluss, da kann man dann nochmal schön entstauben und muss nicht mehr mit Cleaner rangehen. Einmal richtig fresh machen vor dem Topcoat und dann
abwarten. Wichtig ist, klar, der ist ohne Schwitzschicht, aber dappt da nicht gleich drauf. Ein Topcoat ist von der Haltbarkeit und auch vom Glanz oder eben vom Matteffekt immer am längsten haltbar, wenn ihr den auskühlen lasst. Und das darf ruhig mal 2 Minuten dauern. Also nicht gleich mit einem Nagelöl rangehen. Das ist dann am besten. So, jetzt kommt Sterry Sangria. Den muss ich gleich 2-mal auftragen, sehe ich gerade. Den habe ich nämlich noch gar nicht. Jetzt kommen wir schon wieder zum Name-Effekt. Das ist unsere Nummer 11, Sterry Sangria. Und das ist auch ein cooler Ton. Gerade für den Sommer wieder ein bisschen mehr, würde ich jetzt behaupten. Hier haben wir ein sattes Pink mit einem rosa Glitzer, rosa Lila. Boah, wie kann man das beschreiben? Es ist ein Pink mit Rotstich, oder? Rotstich, also ins Rötliche gehend. Es gibt ja manche, die gehen eher ins Lilane. Das ist so Magenta mit einem wunderschönen Glimmer mit dran. So, ich habe viel zu viel genommen. Da muss ich nochmal ein bisschen oben in die Ecken. Bei dem könnte man vielleicht das Ganze auch, wenn man super, super, super hauchdünn aufträgt, sogar auch noch ein bisschen unten die Farbe durchschimmern lassen. Aber ja, bin mir nicht sicher, ob das dann so, habe ich bei dem noch nicht ausprobiert. So, einmal hier. Und auch das packen wir jetzt mal in die Lampe. Auch ein cooler Ton, oder? So, No Vibe Top Coat ist das Beste, was es gibt. Absolut, ich liebe es auch. No Vibe ist einfach eine tolle Sache. Schaut mal hier. Ganz anders in matt, aber trotzdem kommt noch dieser Goldschimmer rüber. Also richtig cool. Da noch so ein schönes Schleifchen drauf, ein paar Steinchen oder Perlen drauflegen. Top. Kann ich mir auch gut vorstellen, mit Weiß kombiniert als Hochzeitsnägel, wer ein bisschen mehr möchte. Sieht aus wie Berry Magenta. Ja, lecker Himbeer-Vibes. Absolut. Genau. Sterry Sangria heißt er bei uns. So. Dann haben wir hier Lux Rose Brilliance. Oh, ich schreibe schon wieder krumm. Sollte etwas hübscher schreiben. Wunderschön. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. So. Dann kommt mal der auf die Seite. Und es gibt eine zweite Schicht hier von Sterry Sangria. Das ist einer der wenigen, den ich noch gar nicht geswatcht habe. Ich glaube, sonst habe ich alle schon geswatcht. So, schauen wir mal, wie lange ich heute live bleiben kann. Wie viel ich schaffe. Auch hier die zweite Schicht. Aber seht ihr das? Das hat so einen richtig coolen Schimmer noch. Ich glaube, man sieht es ganz gut in der Kamera, oder? So. Einmal unter die Lampe. Und den müssen wir erstmal noch anrauen. Sonst haftet mir da gar nichts. So, falls ihr aber außerhalb von Shellac und so noch Fragen habt, allgemein rund ums Nageldesign, dann haut gerne her. Die kann ich bestimmt nebenzu beantworten. Also egal, ob es um ein Produkt geht oder um eine Technik oder ein gewisses System. Da könnt ihr einfach... Oh, Fusselalarm. Ich hole mir meine Zillette. Der muss raus, der kommt nicht wieder ins Fläschchen. So. Gott, ich zitter heute. Wie gesagt, hier ist erst mein zweiter Kaffee. Egal, den trinke ich trotzdem noch. Muss sein. So, wieder ein paar Sekündchen warten, dass sich alles schön glatt zieht. Und dann ab unter die Lampe. Schon 1500 Likes. Sehr gut. Dankeschön. Danke für die Herzchen. Da freue ich mich. Machen wir hier noch, wie matt aussieht.
Aber der kommt jetzt hier erst einmal glossy. So. Wer ist denn eigentlich da? Was benutzt ihr am liebsten für Systeme? Arbeitet ihr mit Gel, mit Acryl, Acrylgel? Was ist denn euer Favorit? Falls ihr mir das verraten möchtet. Manuela fragt, kann man Aufbaugele im Hochsommer in den Kühlschrank tun, dass die Konsistenz bleibt? Jein. Also Manuela, es vertragt nicht jedes Gel. Ich habe es mit unseren Gelen von ND24 noch nicht ausprobiert, weil ich die, wenn dann, an eine kühle Stelle hinstelle. Das ist am Boden im Eck irgendwo bei sehr, sehr dünnviskosen, also von Haus aus sehr dünnviskosen Gelen. Dieser starke Temperaturumschwung kann halt sein, dass es mal nach einer Weile nicht funktioniert. Ich habe in einer Schulung wurde das komplett verboten und in einer anderen Schulung wurde es empfohlen. Also ich habe tatsächlich da nicht so viel Erfahrung mit Kühlschrank, dass ich dir jetzt sagen könnte, das funktioniert immer oder funktioniert gar nicht. Ich würde jetzt bei Gel wirklich schauen, dass man das irgendwo unten in der Schublade, wo die Temperatur etwas niedriger ist und lieber den Raum etwas kühler halten. Oder im Sommer einfach, ich habe sogenannte Sommergele, die besonders dickviskos sind, die halt wirklich dort oder so thixotrope Eigenschaften haben, die dann im Sommer auch gut zum Händeln sind. Okay. So. Gel oder Acrylgel? Das war, glaube ich, auf die Frage bezogen und nur mit Gel Acryl vertrage ich nicht. Mhm. Also bei Acrylgel muss man das eh nicht machen. Also die Konsistenz bleibt so gut wie. Also da ist nicht viel um. Würde ich auch so jetzt nicht machen. Und ansonsten sollte es halt keine extremen Unterschiede sein. Also von 7 auf 30 Grad oder sowas, da wird es dann schon ein bisschen happig, wie man so schön sagt, gell? So, einmal hier Glossy, der ist schon versiegelt. Ja, da tappt sie drauf und vorher sagt sie 2 Minuten aushärten lassen. So, Acryl vertragst du nicht, also da hast du eine Unverträglichkeit, eine Allergie drauf entwickelt. Oder vertragst du das vom Geruch nicht? Das ist ja auch immer ein Unterschied, gell? So, was für eine Farbe zeige ich euch denn noch jetzt. Unsere First Edition. Die ist Limited Edition hier. Und zwar Newborn Baby Bloom. Die würde ich dann auch noch in Matt auftragen. Machen wir doch gleich mal. Genau, also ich kann dir das nicht zu 100% beantworten, weil da habe ich nicht so viel Erfahrung, dass ich dir sage, so und so ist es. Das ist meine Erfahrung. Ich denke, das kommt auch immer ein bisschen auf die Zusammensetzung an, dass die Monomere keinen Schaden bekommen oder einfach sich verändern. Es muss ja nicht mal, also dass das Gel schlecht wird, ist das eine. Das ist aber eher, wenn es dauerhaft warm ist und offen und Sauerstoff hinkommt, dass es kippt. Aber das andere ist, dass halt dann die Viskosität sich verändert, beziehungsweise ja, manche Eigenschaften dann einfach nicht mehr so gegeben sind. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen auf jedes Gel so ankommen und Kühlschrank. Schau einfach, dass du Gele hast, die wirklich im Sommer auch easy peasy zum Auftragen sind. Da gibt es wirklich ganz tolle. Ich kann dir auch gerne eins empfehlen, wenn du da eins suchst. Kann ich dir hier auch zeigen. So, jetzt kommt wieder der matte Topcoat auf diesen Effekt. Ich bin gespannt, was Derry Sangria in matt so hergibt. Ich liebe das ja, wenn das dann so vollkommen anders aussieht und ich hier nochmal wie eine zusätzliche Farbe habe, allein durch den matten Topcoat. So, schauen wir mal, dass wir alles erwischen. Gleichmäßig auftragen und noch 2 Sekündchen absetzen lassen und dann geht's in die Lampe. So, Newborn Baby Bloom ist auch wieder ein ganz zarter, schöner Ton.
Der passt wirklich zu jeder Hautfarbe. Egal, danke fürs Folgen, Melli, egal, ob du super blasse Haut hast, ob du Sommerbräune hast, das ist ein Ton, der geht immer. Der geht tatsächlich immer. Und ich bin auch hier gespannt, nach der zweiten Schicht, was denn da, was das hergibt hier. So. Denn auch so Nude-Töne finde ich immer zauberhaft in matt. Oder so leichte Rosé-Töne, muss man besser sagen. Ja. So. Hier in der Mitte habe ich einen kleinen Fussel. Der kommt natürlich wieder raus. Ab und zu passiert es. Ist jetzt bei den Swatches nicht ganz so wild, aber wenn ich sehe, kommt er lieber raus. Und einmal unter die Lampe. So, ja bitte, such für den Sommer ein Gel, das nicht gleich in die Ränder rennt. Absolute Empfehlung, kommt sofort. So, ich schaue mal hier in meiner Schublade, was ich euch empfehlen kann. Also ich weiß, die meisten von euch arbeiten ja eh mit einem Camouflage-Gel, sprich das einfach auch nochmal kaschiert. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt gut lesen kann. Das hier ist Masterline Aufbaugel Make-up Milchig Rosé. Ja, das gibt es natürlich auch in anderen Farben. Und das ist aber mein liebstes Sommergel. So. Ich gehe jetzt hier einfach mal mit dem Rosenholzstäbchen rein. Es hat eine eher thixotrope Eigenschaft, ein bisschen dicker. So, ich hole jetzt einen Tipp und zeige es euch am Tipp. Das mache ich jetzt auch knallhart mit einem Rosenholzstäbchen. So, einmal Tipp. Den raue ich jetzt mal hier nebenzu an. Zumindest ein bisschen. Muss jetzt nicht halten. Schöner, zarter Rosé-Ton. Ja, absolut. Absolut. So. Jetzt ist soweit. Ganz schnell wird hier mit einem Rosenholzstäbchen modelliert. Also, das ist ein Gel, was wirklich, ich setze das jetzt einfach mal ab und zeige es euch von der Seite. Da passiert nicht viel. Das ist jetzt schon sehr, sehr fest. Ich habe jetzt hier Raumtemperatur, würde ich jetzt sagen, so 23, 24 Grad. Also jetzt auch nicht zu kühl. Und das, es bewegt sich schon leicht. Sieht man das jetzt? Ich habe es jetzt komplett schräg gehalten, aber da könnt ihr euch Zeit nehmen. Da könnt ihr euch richtig Zeit nehmen und das ist mein liebstes Sommergel. Denn auch im Sommer ist es wirklich angenehm zum Auftragen. Und ich mache es halt jetzt nur hier mit einem Rosenholzstäbchen. Ja, man kann auch mit Rosenholzstäbchen modellieren. Also ihr benutzt da, das geht erst richtig in Bewegung, also hat so leicht thixotrope Eigenschaft, geht erst in Bewegung, wenn ihr es berührt. Und damit aufbaut. Also das ist richtig cool. Oha, das ist nicht, ich muss es ausprobieren. Ja, das ist wirklich cool und das muss nicht in den Kühlschrank. Da könnt ihr richtig toll damit modellieren. Macht euch vorher eine Fließschicht, wenn ihr wisst, was das ist. Das ist eine hauchdünne Schicht, die ihr praktisch wie ein Base-Gel auftragt, so in der Art, aber in streichenden Bewegungen, nicht in massierenden Bewegungen. Streicht euch einmal das vor, den Bereich, den ihr modellieren wollt. Und dann könnt ihr praktisch ganz normal drauf modellieren, aber diese Streichschicht, diese Fließschicht vorher lässt erstens das Gel schön an die Ränder weich auslaufen und zweitens ist es so, dass ihr hier ja wie so einen Schutzrand habt. Genau. Und ihr könnt trotzdem aber, falls ihr die Technik anwendet, auf den Kopfstellen zum Apex nochmal korrigieren, geht auch. Genau. Sorry, war richtig baff, wie der Klumpen einfach da stand und sich kaum bewegt hat. Ja, das ist ein ganz angenehmes Gel. Also Aufbaugel Make-up Milchig Rosé ist wirklich cool. Und vor allem Anfänger geeignet, sowie auch Sommer geeignet. Sommergele. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier gibt es jetzt einen matten Topcoat. Ich bin hier gerade von den Tipps etwas durcheinander. Aber da bringen wir gleich wieder Ordnung rein. Also, falls ihr weitere Fragen habt, dann her damit.
Da gehen wir drauf ein. Sowas ist immer schnell gezeigt. Ich muss ja heute nicht mit den Farben fertig werden. Also, und da könnt ihr wirklich toll modellieren. Mit einem Pinsel, der eine bisschen festere Pinselhaarspannung hat, geht das wunderbar. Oh, da ist unser Sterry Sangria. Der sieht übrigens so aus, wenn er matt ist. Auch cool, was da draus geworden ist. Richtig bärig. Ganz fein. Die sind wie Honeygele, zum Beispiel wie die Tixogele. Genau, Manuela. So kann man das. Jeder nennt es ja so ein bisschen anders. Aber die haben diese leicht tixotrope Eigenschaft, sind dickviskos und eben auch bei Wärme ist das nicht so schlimm. Da könnt ihr wunderbar modellieren. So, Sterry Sangria, matt und glossy. So. Ja, das ist aber wirklich, Matt, ich kann dir nur sagen, ein richtig gutes Gel, mit dem du happy bist, ist so Gold wert. Du wirst dir so viel Feilarbeit sparen, wenn du ein Gel hast, mit dem du schon so schön, also das, genau das zieht sich jetzt auch, ich habe jetzt keinen Apex oder sowas gemacht, ich habe das jetzt wirklich nur grob aufgetragen, aber das zieht sich ja auch von alleine glatt. Theoretisch kannst du hier auch eine No-File-Technik machen, auch mit mehreren Fingern. Du kannst ein angedocktes French, dafür ist das auch ganz gut, machen, weil das relativ standfest ist. Also das ist wirklich ein Gel. Oder ihr könnt mit Dualsystemen arbeiten und so. Das ist wirklich ein Gel, so ein Allrounder, finde ich, darf nicht fehlen am Nageltisch. So, hier, Newborn Baby Bloom in Matt und in Glossy. Auch sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Das ist unsere First Edition. Da gibt es eine Limited Edition, da gibt es gar nicht so viele davon im Shop. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Und das Beste ist, die brennen nicht in der Lampe. Liebe diese Gele. Ja, dieses Brennen kommt immer drauf an. Ich würde das gar nicht so verallgemeinern. Also es ist schon eins, das nicht brennen kann, aber auch etwas brennen kann. Die Brennen ist ja immer durch Hitze. So, weil ich jetzt ein bisschen was erkläre, kommt noch einer, wo ich noch gar nichts gemacht habe. Soft Rose Luminance 29. Dann kann ich nämlich nebenbei euch noch ein bisschen was erklären. Der ist noch nicht mal angeraut. Ach, da ist ja gar nichts vorbereitet hier. Brennen ist so eine Sache. Bei uns Frauen ist es gerne zyklusabhängig, wie empfindlich die Nagelplatte ist. Dann ist es so, wenn du Jungs oder Mädels hast, die etwas dünne Nagelplatten haben, von Natur aus, erkennst du daran, dass der Naturnagel unbehandelt, also nicht zu dünn gefeilt oder sowas, sehr, sehr dunkel aussieht, beziehungsweise sehr rosig aussieht. Wow, das ist auch so ein wunderschöner Ton. I love it. Okay, Entschuldigung, ich bin hier gerade noch etwas in love mit dieser wunderschönen, schimmernden Farbe. Ja, auf jeden Fall brennen, das entsteht einfach, dass die Monomere erstmal sich richtig schön beim Aushärten in Bewegung setzen. Und dadurch ist da eine Hitzeentwicklung. Ja, und diese Hitzeentwicklung wird anders empfunden. Wenn du deinen Naturnagel viel zu dünn gefeilt hast, weil du aus Versehen beim Abtragen ein bisschen übertrieben hast oder du hast dir den Nagel gestoßen und somit abgerissen und die ersten Hornschichten mit abgerissen, dann kann es schon sein, dass an diesem Nagel es etwas brennt. Es muss nicht an jedem Finger sein, also allgemein bei Gelen. Ich rede jetzt nicht von dem Gel, sondern allgemein die Gele. Es ist einfach, dass diese Hitze, wenn die Nagelplatte empfindlich ist, dass dann diese Hitze zum Spüren ist. Ihr müsst das nicht aushalten. Sobald es ein bisschen Hitzeentwicklung hat, geht ihr sofort mit der Hand raus oder eure Kunden oder eure Handmodelle gehen dann bitte sofort raus, warten, bis es vollständig weg ist, dieses Gefühl. Also es darf wirklich keine Hitze mehr da sein und dann geht ihr nochmal rein und im Notfall nochmal raus. Wenn ihr ein Gel viel zu dick, also gerade bei Überlängen, wo der Aufbau, der Apex doch ein bisschen mehr sein muss, je nachdem, kann es sein, dass
wenn ihr das zu dick aufgetragen habt, da kommen natürlich dann mehr Teilchen in Schwingung. Und das heißt mehr Teilchen, mehr Schwingung, mehr Wärme. Das heißt, wenn ihr ein Gel auftragt, das ein Camouflage-Gel meistens ist es, auftragt und das ein bisschen Hitze, zu viel Hitze entwickelt, kann es auch sein, dass ihr das Gel zu viel aufgetragen habt. Also das kann euch eigentlich bei jedem Gel passieren. Falsche Handhabung oder blöde Voraussetzungen. Genau, ein bisschen Hitzeentwicklung hat jedes Gel. Hat theoretisch auch jeder Shellac und so. Alles, was lichthärtend ist. Aber es gibt natürlich auch welche, die sind extrem, was das betrifft. Und manche nicht. Genau. Aber das hat, die haben eigentlich alle, bei uns haben alle Gele, ich habe sie eigentlich alle durchgetestet, keine besondere Hitzeentwicklung. Passieren kann es aber trotzdem. Also das wäre gelogen, wenn das so gar keine, wenn ich sagen würde, unsere Gele haben gar keine Hitzeentwicklung. Da spielen noch ein paar andere Faktoren mit. Ja, das ist ein wunderschöner Ton. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache hier nur Rosé-Töne und mit Glimmer. Aber da kommen noch andere. die Farbe ist ja mal hübsch. Ja, finde ich auch. I love it. So, ab unter die Lampe. Ich bin auch gespannt hier wieder, wie das Ganze in matt aussieht. Habe ich bei dem einen Tipp auch schon die zweite Schicht aufgetragen. Schön, dass ich mir nichts merken kann. Oh, schaut mal. Ich weiß, blau ist eine sehr extravagante Farbe. Vor allem auch so ein Blau. Aber schaut mal, wie dieser Ton auch in matt ausschaut. Oh, ich finde das so schön. Also unser Matt Top Coat, den feiere ich schon sehr, weil der so samtig ist. So, hier haben wir, habe ich jetzt den gemacht oder habe ich den anderen gemacht? Ich weiß es nicht mehr. So, den machen wir jetzt matt. Matt wird das. So. Vielleicht habe ich auch da nicht mal die zweite Schicht aufgetragen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Und bevor mein Kaffee kalt wird, werde ich jetzt einen kleinen Schluck nehmen. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Rund ums Nageln. So. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Es wird kurz still. Oh, fein. Kaffee ist was Tolles. Ein Hoch auf denjenigen, der Kaffee erfunden hat. So, ich glaube, ich mache jetzt mal ein bisschen kräftigere Farbe als nächstes. Aber eine, die euch auch umhauen wird. Da müsst ihr jetzt durch mit mir. Wir sind zwar wieder in der Rosa, beziehungsweise jetzt in der Pink-Schiene gleich. Aber die muss ich euch zeigen. Zum Sommer. Liebe ich bei Leuten mit gebräunter Haut im Sommer, vor allem auf den Füßen, die nächste Farbe. Das ist für mich eine absolute Fußurlaubsfarbe. Ich zeige euch gleich meine Fußurlaubsfarbe. Und zwar Flashy Flamingo Pink. Das ist Flashy Flamingo Pink. Das ist schon ein Neonton. Das ist die 35. Unser Flashy Flamingo Pink. Ist das nicht cool? Die brettert richtig, die Farbe. Die ist wirklich heiß. Ja, ich bereite den mal vor. Lass die anderen mal die letzten Sekündchen aushärten. Und dann kommt Flashy Flamingo Pink noch einmal in matt. Bin ich auch gespannt, wie dieser in matt wirkt. Bestimmt auch cool. Ich bin einfach ein Matt-Fan. Manche kommen mit matt gar nicht klar, aber I love it. So. Das ist Flashy Flamingo Pink. So, mal gucken, bin ich nebenbei, bin ich im Bild? I hope so. So. Einmal grob auftragen und dann noch gleichmäßiger. Und auch der ist, also Neon ist ja wirklich bei Shellac eine Königdisziplin, würde ich jetzt sagen, was die Deckkraft betrifft. Aber wie ihr seht, erste Schicht kann sich sehen lassen, oder?
So, ab unter die Lampe und ich komme jetzt gleich mit der einen Farbe. Die ist jetzt auch fertig. So, wollte letztens nach dem Aufbau aufhören und schlafen und das Design am nächsten Tag machen. Geht das? Wenn du Gel benutzt, geht das. Gar kein Problem. Alisa, darfst du machen. Gar kein Problem. Die 29 flüssiges Feenstaubglitzer. Absolut. Genau. Genau. So ist es. Wie geht es euch? Hi Cindy, grüß dich. Schön, dass du da bist. Mir geht's gut. Und wie geht's dir? War dein Sohnemann krank? Habe ich das richtig gesehen? Ich hoffe, bei euch ist alles okay. Liebe Grüße hier an der anderen Seite in Deutschland. Die liebe Cindy war früher mal meine Nachbarin hier in Bayern. Und jetzt ist sie wieder in den Osten gezogen, oder? So. Hier. Musste ich mich kurz konzentrieren, dass ich keinen Schmarrn schreibe bei so einem wilden Namen. Muss ich davor aber nochmal versiegeln und am nächsten Tag nochmal anrauen, oder? Nein, Alisa, du musst bei Gel nur gescheit nochmal cleanern, dass da wirklich keine neuen Tapser drauf sind. Oder auch selbst wenn du deine Hände wäschst, bitte einmal kräftig cleanern. Denn es gibt manche Seifen, die sind rückfettend. Und ja, ihr wisst, Öl, Fett, also egal ob Hautfett oder irgendwelche anderen Fette, ist blöd. Machen wir nicht auf der Modellage. Braucht man nicht, haben wir sonst Probleme. Sonst könnte dir das Material abplatzen, jedes Gel, jeder Lack. Und ich werde dir sagen, dass ich das super, super oft mache, dass ich einfach den Aufbau mache, befeile und dann erstmal nichts. Ich bin auch schon mal eine Woche damit rumgerannt, weil die Nini dann einfach zu faul war. So, ich schaue mal bloß mit einer Seite, weil die Kamera davor ist und da habe ich ein Eck einfach vergessen. Gut, dass mir noch aufgefallen ist. Genau, da renne ich eine Woche dann blanko rum und dann mache ich ein Design drauf. Kannst du machen. Nur wenn du mit Acryl arbeitest, also für die Acryler, die jetzt hier dabei sind, falls du mit richtig Pulverflüssigkeitssystem, also kein Acrylgel, sondern Acryl arbeitest, dann kann es sein, dass es dir sonst nicht mehr hält. Ich mache da gerne einfach, ich buffer die Oberfläche nochmal an, mache eventuell sogar eine kleine Schicht drauf und pack dann mein Design drauf. Genau. Manuela. Mir geht's gut, ja, aber er hatte Scharlach und Angina. Ach, pfui, 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 pfui. Mensch, dann gute Besserung an den kleinen Mann. Ja, zurück in die Heimat, genau. Manuela, wow, diese Farbe, Flashy Flamingo Pink. Ist schon toll, gell? Habe ich euch, das ist, wie gesagt, meine Sommerfußfarbe. Das habe ich euch nicht zu viel versprochen. Die ist wirklich wild, die Farbe. So. Ich muss jetzt hier meinen Kaffee nochmal trinken, ne? Fragen bitte gerne stellen. Okay, bevor ich den Schluck Kaffee genieße, kommt jetzt ein Matt-Top-Code drauf. Aber wir müssen uns mal wieder treffen. Ja, kommst du überhaupt noch in die Richtung Augsburg hier runter? Oder Bayern überhaupt? Weil ich komme so in deine Richtung so gar nicht. Ich muss gestehen, ich war in Deutschland noch nicht viel unterwegs. Wir sind in ein paar Stunden in Italien von hier aus. Und da denke ich mir immer, nee, da will ich gutes Wetter, wenn ich irgendwo hinfahre. Und wir in Deutschland sind da ja manchmal nicht so gesegnet. Wobei, ich will nicht jammern, gell? Ich will nicht jammern. So, einmal noch in matt. Bin ich auch gespannt, wie Flashy Flamingo Pink. Genau. Kannst du was über Rubber Base erzählen? Manuela, natürlich. Moment. I love Rubber Base. Da zeige ich gleich mal was. Unsere Rubber Base. Ja, wir haben sie auch in farbig. Absolute Empfehlung, falls ihr eine Naturnagelverstärkung machen möchtet und einen sehr hellen Ton on top. Euer Ergebnis wird so zauberhaft werden. Schaut mal. Das sind unsere Rubber Base im Fläschchen. Soak of Rubber Base. Das heißt, die sind Soak-Off geeignet. Und ja, wir haben auch diese mit Effekt. Jetzt wird es hier ganz schön eng unter der Kamera. Schaut mal, aber wir haben auch die mit einem schönen Glimmer-Effekt und sie riechen so gut.
Die riechen so nach, boah, kennt ihr das Bum-Bum-Eis? So, aber nicht so penetrant. Das ist ein bisschen Bum-Bum-Eis. Das ist bei mir Kindheitserinnerung. Ich weiß gar nicht. Das gibt es schon noch, oder? Schaut euch Flashy Flamingo in Matt an. Wie schön. Wie wunderschön. Oh Gott. Muss mal wieder mit meinem Verlobten fragen. Vielleicht kann man sich ja mal in der Mitte treffen. Im Zoo oder in einem Park. Das stimmt, das geht auch. Ich glaube, ich muss mal wieder bestellen. Also, Rubber Base für alle. Ich packe die jetzt mal auf die Seite, falls ihr da irgendeine Farbe genauer sehen möchtet. Dann, ich lasse mal kurz dafür einen Screenshot. Dann könnt ihr mir gerne schreiben. So, ich versuche es mal nicht zu bewegen. So sieht man alle ungefähr von der Farbe. So. Und jetzt packe ich sie auf die Seite, weil sonst habe ich hier keinen Platz mehr mit der Rubber Base. Aber eine Rubber Base ist an sich ein Grundiergel, ein Basisgel, ein, wie nennt man es denn noch? Basegel. Ja, gibt ja 1000 Namen für Grundiergel. Es ist eine Basis. Sprich, die erste Schicht nach der Naturnagelvorbereitung, die ihr auf euren Nagel packt. Das heißt, die erste Schicht sollte auch wirklich dünn aufgetragen werden. Und so, jetzt muss ich hier, Multitasking ist nicht. Ich schreibe kurz zu Ende. Sonst hier habe ich mich schon verschrieben. Flashy Flamingo Pink. Also die erste Schicht, die auf euren vorbereiteten Nagel kommt, dünn aufgetragen und schön einmassieren. Das ist so das Wichtigste bei einer Rubber Base oder jedem anderen Grundiergel. Vorteil von einer Rubber Base ist natürlich, dass sie etwas, wie es der Name schon sagt, Rubber-Gummiartig ist. Sprich für einen weichen Naturnagel, der entweder von Natur aus weich ist oder, falls ihr, passiert jedem Nageldesigner am Anfang, dass falls ihr euren Naturnagel einfach etwas zu dünn gefeilt habt oder euch ein Nagel runtergerissen wurde und dieser dadurch etwas beschädigt ist, euer Naturnagel, dafür ist eine Rubber Base ideal für die Haftung. Falls ihr zum Beispiel ein Acrylgel oder ein Fiberglasgel, sagen wir mal, wir bleiben bei der Gelrichtung, ihr macht eine Soak of Rubber Base unten drunter und ein Fiberglasgel obendrauf. Dann ist es nämlich so, dass diese euer flexibler Nagel hat dann so ein bisschen ja, hier Raum, um sich zu bewegen, ohne dass das obere Material sofort abplatzt, obwohl es sehr hart ist. Das ist so die perfekte Bindung, das Zwischenstück zwischen eurem Naturnagel, der vielleicht von Natur aus zu dünn ist oder aus äußerlichen Einflüssen zu dünn ist. Und dann kommt die Rubber Base und die bewegt sich so schön mit. Ja? Gibt aber trotzdem mehr Stabilität. Und dann kommt euer Fiberglasgel obendrauf oder euer anderes Gel, was auch immer ihr da obendrauf packt. Und es platzt nicht sofort ab. Sonst könnte es nämlich sein, dass euer Naturnagel bei jedem Stoß das Material abwirft, wenn die Base zu starr ist. Deswegen gibt es auch eine Rubber Base. Unsere Rubber Base ist auch noch dafür gedacht, dass man damit aufbauen kann. Das heißt, sie ist nicht so extrem gummig. Die hat die super Eigenschaften wie eine super gummige Rubber Base, kann aber auch zur Naturnagelverstärkung. Man kann damit einen kleinen Aufbau machen. Also das ist wirklich richtig cool. Die gibt dann schon Stabilität. Habt ihr braunes Aufbaugel? Ich habe, also hier haben wir einmal in Richtung braun gehend eine, oder den dunkelsten Ton kann ich dir da auch zeigen. Erstmal die Rubber Base, weil ich sie gerade hier so stehen habe. Das müsste einer der dunkelsten sein. Eigentlich die zwei mit dem Effekt sind relativ dunkel. So. Und vom Aufbaugel, ich gucke gerade, wir haben ein, richtig braun habe ich nicht. Das kann ich dir gleich sagen, aber vielleicht habe ich dir was, was dir sehr gut gefällt. Das müsste unser Rouge sein. Unser Rouge, schau mal, das ist unser Rouge. Das heißt, es ist etwas tiefer. Das schaut jetzt in der Kamera, also ich schaue mit einem Samsung-Handy. Das macht ja manchmal komische Farben. Da schaut es fast etwas orange aus. Aber das ist unser Make-up-Camouflage-Gel Rouge. Ja, das ist etwas dunkler. Weiß nicht, ob das da so gedacht ist. Ich finde es sehr, sehr schön. Rouge ist sehr, sehr schön. Ich kann dir das auch auf den Tipp zeigen. Dann kann man sich, glaube ich, upsala, jetzt habe ich ein paar Tipps weggeworfen. Das ist unser Aufbaugel Rouge. So sieht man es, glaube ich, besser.
So kannst du es besser erkennen. Also das ist schon bräunlich, ja. Bevor man einen Tipp klebt, muss man einen Basecoat benutzen oder nicht? Nein, zuerst Tipp kleben und dann Basecoat. Andersrum. Oder nur beim Auffüllen, dass man, bevor man das Gel aufträgt, einen Basecoat. Ein Basecoat kommt immer, immer als erstes drauf. Die Verbindung vom Naturnagel. Kannst aber auch ein Basecoat mal auf deine Modellage beim Refill noch mitbringen. Da kommt es auf den Naturnagel sowie auf die restliche Modellage. Musst du nicht nur oben machen. Nur Primer und Dehydrator bitte nur auf den Naturnagel. Das könnte sonst dein Material zerstören. So, Aufbaugel Make-up Rouge. Camouflage-Aufbaugel. Ich halte es mal hier für einen Screenshot nochmal so rein. Falls ihr euch das merken möchtet. Ich hoffe, man kann es so sehen. Ja. Das hier. Gell? Okay. Also kann man auf der Rubberbase keinen Tipp kleben. Doch. Also du kannst unter die Rubberbase, du tust ja deinen Naturnagel vorbereiten, dann kommt der Tipp und dann gibst du dein Grundiergel drauf. Ja? Also dann kommt die Rubberbase praktisch. Das geht schon. Du kannst auch mit der Rubberbase deinen Tipp kleben. Das kommt auf den Nageltyp drauf an. Bei manchen kann das sogar sehr, sehr gute Vorzüge haben, wenn du mit Gel den Tipp anbringst. Ah, falls ihr andere Camouflage-Töne, das ist auch noch Make-up Milchig, habe ich hier. Milchig Rosé. Natur ist jetzt ein bisschen durchsichtiger, falls ihr da okay, weil eine Freundin meint, dass ich keine Ahnung hatte, weil ich ihr sagte, das macht man nicht unter. Also es kommt drauf an, wenn du eine Base drauf gibst, dann kannst du auch mit einem Gel befestigen. So rum schon. Oder habe ich das jetzt von euch falsch verstanden? Also die Frage falsch verstanden. Im Adventskalender waren auch mega schöne Töne. Das stimmt. Make-up Natur ist ja voll hübsch. Ja, also wir haben wirklich ganz, ganz tolle, schöne Töne. Da könnt ihr auch, falls ihr da Fragen habt, also Matt, du bist ja bei uns auch, glaube ich, auf dem Instagram-Kanal mit uns verbunden. Falls du mal eine Farbe im Shop siehst, die du unbedingt nochmal geswatcht sehen möchtest auf dem Foto oder so, dann meld dich, dann schicke ich dir das, ja. Da kannst du auch uns Nachrichten schreiben. So, wir kommen jetzt mal zu einem Braunton. Cappuccino Kiss. Das ist die Nummer 43. Dieser hier lieb ich ja im Herbst. Genau. Sie sagte, man muss erst Basecoat benutzen und den Dehydrator und Primer. Nein, also wenn du Dehydrator und Primer auf einen Basecoat gibst, zerstörst du dir deinen Basecoat. Ein Dehydrator ist zum Naturnagel entfeuchten. Manche sagen entfetten, aber genau genommen ist es zum Entfeuchten. Ja, nimmt natürlich auch ein bisschen den Fettfilm weg. Das machen wir aber ja vorher schon runter durch das Anrauen. So, dann ist es so, dass dieser Dehydrator eben die Feuchtigkeit entzieht und den Nagel trockener macht. Merkt euch das, auf einem trockenen Nagel hält euch jedes Material besser. Ja, und da gehe ich jetzt gar nicht so tief ins Detail. Man könnte da so viel über die ganze Geschichte mit den Nägeln, wie ein Naturnagel aufgebaut ist und sowas, könnte ich euch jetzt hier erklären, aber da geht es jetzt gar nicht drum. Es geht jetzt um also Dehydrator und dann kommt der Primer. Was macht der Primer? Der Primer ist praktisch eine erstellt, also ihr raut euer Nagel an, dass sich die Hornschüppchen schon etwas aufstellen. Und ein Primer ist praktisch ein chemischer Prozess, dass eure Hornschüppchen es noch mehr aufgestellt wird. Genau. Und dann ist das auch noch wie so eine leicht klebrige Basis. Sprich, jedes Material, was oben drauf kommt, ist dann so richtig, hat eine